Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über Phrasal Verbs. Phrasal Verbs sind eine feste Verbindung von Verb und Adverb. Sehen wir uns ein paar Beispiele an. Peter filled in the form. Peter füllte das Formular aus. Hier ist filled in das Phrasal Verb. Oder they do not get along. Sie verstehen sich nicht gut. Hier ist get along das Phrasal Verb. Phrasal Verbs werden eher in der Umgangssprache verwendet. Daher ist es manchmal gut, das Phrasal Verb durch ein anderes Verb zu ersetzen. Workout, in der Bedeutung von berechnen, könnte man beispielsweise ersetzen durch calculate. Und turn something down könnte man ersetzen durch refuse something, was beides ablehnen bedeutet. Phrasal Verbs bedeuten außerdem, dass man sie auswendig lernen muss, weil sie nicht Wort für Wort übersetzt werden können. Du kannst sie also nicht wortwörtlich nehmen. Und daher ist es besonders wichtig, dass du die Phrasal Verbs gut kennst. Phrasal Verbs sind außerdem häufig mit einem Objekt verbunden. Dieses kann aus einem Nomen oder aber auch aus einem Pronomen bestehen. Ein Beispiel für ein Nomen als Objekt ist He left out the interesting part. Er ließ den interessanten Teil weg. Hier erkennst du, dass part das Objekt des Phrasal Verbs ist. Und the und interesting sind noch Ergänzungen zu dem Nomen. Hier ist dann eine Umstellung möglich. Man könnte also auch sagen, he left the interesting part out. Also könnte man das Objekt hier in das Phrasal Verb sozusagen hineinstecken. Wenn das Objekt allerdings ein Pronomen ist, ist das nicht möglich. He left it out. Hier also haben wir das Nomen durch ein Pronomen ersetzt. Und hier ist die Umstellung nicht möglich. Man kann also nicht sagen, he left out it. Das ist nicht möglich. Daher musst du gut unterscheiden, ob das Objekt aus einem Nomen oder einem Pronomen besteht. Du hast nun jede Menge über Phrasal Verbs gelernt. Beim weiteren Lernen wünsche ich dir jetzt viel Erfolg.